Zu meiner allergrößten Überraschung ist es heute am US-Feiertag Martin Luther King Day auch in Europa nicht allzu spannend gewesen. Durchaus überschaubar das Geschehen. Deswegen werde ich in diesem Video einen Aspekt mal ansprechen, der wichtig werden wird für die Aktienmärkte in den nächsten Jahren. Doch schauen wir uns zunächst mal an, was unser lieber DAX veranstaltet hat. So ist es gelaufen. Kassaeröffnung 9 Uhr und dann so eine Art Morgenlatte des deutschen Leitindex. Index. Gut, heute ist Montag, da muss man mal ein bisschen steil gehen, hat man sich gedacht. Danach ist nicht mehr allzu viel passiert. Der DAX über der 13.800er Marke, aber doch ein Stück weit jetzt noch von dem Allzeithoch entfernt. Dünne Nachrichtenlage, nicht wirklich interessant, was heute passiert ist. Ein Tag zum Abhaken, wie so oft, wenn die Amerikaner nicht am Start sind, dann kann man den Handel in Europa weitgehend vergessen. Aber es gibt eine Geschichte, meine Damen und Herren, die jetzt so langsam in den US-Medien auch ein bisschen aufpoppte. Und das ist das, was Joe Biden an Regulatoren hier offenkundig vorschlagen wird. Die Märkte sind ja völlig fokussiert auf Stimulus, Stimulus, Stimulus. Super toll. Biden, Sieg der Demokraten auf ganzer Linie, dann auch in Georgia. Super, heißt mehr Stimulus. Das lieben wir, also gehen wir erstmal nach oben. Aber da ist wohl ein bisschen kurzfristig gedacht. Das kann kurzfristig und wird kurzfristig vielleicht funktionieren. Aber mittelfristig wird es für die Wall Street deutlich schwieriger, denn hier sind zwei Watchdogs, wie die Amerikaner sagen, ausgewählt worden, die die Wall Street deutlich enger an die Kandare nehmen dürften. Und schauen wir uns mal hier diese beiden Herren an. Das ist Rohit Chopra, jemand, der im Bereich Konsumentenschutz sehr aktiv ist. Und das ist vor allem Gary Gensler, der jetzt dann eine entscheidende Rolle spielen soll. Und beide sind enge Vertraute von Elizabeth Warren, also dieser sehr linken Demokratin, die einst der Republikanerin war, dann aber Fälle als Juristin von Zwangsversteigerungen von Immobilien begleitet hat. Damals war sie Republikanerin und hat sich da gedacht, also es geht irgendwie nicht gerecht so in der Welt, und ist dann zu den Demokraten übergewechselt, gilt jetzt als sehr links. Und die Wall Street hatte Angst gehabt, dass Elizabeth Warren hier eine wirklich wichtige Funktion innerhalb des Kabinetts von Joe Biden bekommt. Das ist bisher nicht passiert, aber es sind eben diese beiden Vertrauten, Chopra und Gensler, die jetzt eben in diese entscheidende Funktion, gerade was die Aufsicht für die Wall Street betrifft, kommen. Schauen wir uns hier mal Gary Gensler an. Der war Vorsitzender der CFTC, also jener Regulierungsbehörde, die die Future- und Optionsmärkte beaufsichtigte, noch in der Zeit Obamas. Und das ist hier Rohit Chopra, der einst für Konsumentenschutz zuständig war, auch in der Regierung Obama, und der sich vor allem um das Thema Studentenkredite kümmert. Allein im Jahr 2016 sind 1 Million Amerikaner pleite gegangen oder haben Bankrott angemeldet, Insolvenz, Privatinsolvenz angemeldet, weil sie eben ihre Studentenkredite nicht mehr bedienen konnten. Auch er gilt als ein Anwalt der kleinen Leute. Und wenn wir uns mal anschauen, wie jetzt eigentlich der Status quo an der Wall Street ist, dann sehen wir hier, wer besitzt die Aktien. Die Top 20% der amerikanischen Bevölkerung oder der einkommensstärksten Gruppen, die besitzen so ziemlich alles am Aktienmarkt. Der Rest hat ein paar Brotkrumen, aber das war's auch. Und wir sehen jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise, dass es nur die High-Wage-Bevölkerung ist, also die Hochlohnbevölkerung, die also über 60.000 Dollar verdient, die verdienen jetzt sogar mehr als zu Beginn der Pandemie oder beziehungsweise kurz vor der Pandemie. Die sind also aus dieser ganzen Geschichte super rausgekommen. Aber die Middle Wager, also die bis 60.000 Dollar, von 27.000 bis 60.000 Dollar, die liegen knapp drunter. Und vor allem die Low Wager, also diejenigen, die bis 27.000 Dollar verdienen, die sitzen auf Einkommensverlusten von über 20%. Joe Biden hat ja einen Mindestlohn vorgeschlagen von 15 Dollar, um dieses Problem zu adressieren. Und insgesamt gehe ich davon aus, dass die Regierung Biden versuchen wird, eine Art Umverteilung zu starten, so klar muss man es sagen. Also die durchaus reichen Leute ein bisschen enger an die Steuerkandare zu nehmen und die Geringverdiener zu entlasten, um diese Kluft nicht noch größer werden zu lassen. Und vielleicht ist es auch diese Kluft oder diese Frustration über
das, was letztendlich mit den Löhnen passiert, die ein Stück weit zu dieser Spaltung der amerikanischen Gesellschaft beigetragen hat. Also, dass die Leute teilweise zwei, drei Jobs machen und weniger verdienen als noch vor 20 Jahren mit einem einzigen Job. Früher war es ja gang und gäbe, dass der Mann in einer Ehe zur Arbeit ging, die Frau blieb zu Hause, es hat locker gereicht, man konnte ein Eigenheim kaufen. Inzwischen müssen beide auf jeden Fall arbeiten, sonst ist da überhaupt nichts drin, vor allem nicht in einer Großstadt. Dementsprechend ist da viel Frustration entstanden und diese Frustration, die ist teilweise dann in einer Art nach rechts driften eben eskaliert, kann man fast sagen, wenn man die jüngsten Ereignisse sieht. Also da sagt man dann, das sind die bösen Chinesen, die uns die Jobs weggenommen haben, es sind die bösen Immigranten. Natürlich ist das alles ein richtiges Problem, aber es ist eben vielleicht ein bisschen zu einfach, diese Antworten so zu geben, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn die amerikanische Wirtschaft hat ja ein strukturelles Problem, sie produziert zu wenig, sie basiert fast ausschließlich auf Dienstleistungen und das ist auf Dauer vielleicht nicht so wirklich substanziell. Aber hier sehen wir eben diese Ungleichgewichte und nach meiner Auffassung wird die Biden-Administration versuchen zumindest, diese Ungleichgewichte ein bisschen zu verringern. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die Amerikaner sich verschulden wie noch nie. Wir haben jetzt zum Beispiel Anleiheemissionen gesehen im November und Dezember im Volumen von über 500 Milliarden Dollar. Das ist der größte Zwei-Monats-Emission, also Neuverschuldung, die über Anleihen generiert wird, ever. Die Fed hat davon, ungefähr ein Drittel gekauft, den Rest müssen andere kaufen. Jedenfalls sehen wir, dass dann natürlich das Emissionsvolumen wird jetzt auch in Zukunft weiter sehr, sehr hoch sein. Das heißt, die Amerikaner werden sich immer weiter verschulden. Irgendwer muss das kaufen und dementsprechend auch die große Wahrscheinlichkeit oder die Absehbarkeit, dass je mehr Anleihen auf den Markt kommt, dann die Risikoprämien steigen, mithin also die Renditen für Staatsanleihen aus den USA steigen werden. Und das ist etwas, was wiederum dem Dollar dann zugutekommen könnte, was dann wiederum möglicherweise schlecht für die Aktienmärkte sein könnte. Sei es drum, wir sehen hier Spending, also die Ausgaben der Amerikaner, die gehen wie eine Rakete nach oben und die Tax Revenues, also die Einnahmen durch Steuern, die sind teilweise wieder so gewesen wie im Jahr 2006 nach der Corona-Krise oder nach der ersten Welle und jetzt gehen sie bereits wieder deutlich nach unten. Das heißt, das Gap, diese Lücke zwischen dem, was die Amerikaner ausgeben und was sie faktisch einnehmen, das wird immer größer. Das wird durch diese Anleihen nur teilweise gefüllt. Da ist also ein riesen Finanzierungsbedarf jetzt entstanden. Und wenn wir uns diesen Finanzierungsbedarf mal anschauen, dann sehen wir natürlich jetzt, hurra, darauf konzentrieren sich die Aktienmärkte, fiskalischer Stimulus. Und ja, wir sehen, dass zum Beispiel JP Morgan jetzt seine GDP-Erwartung, seine BIP-Erwartung für die Amerikaner nach oben genommen hat. Das dürfte sozusagen GDP-positiv sein, also positiv für das BIP in den USA, während alle anderen, also entwickelte westliche Volkswirtschaften, wie auch Emerging Markets, wie auch die globale Situation deutlich nach wie vor unter Druck bleiben dürfte, so oder so. Wir sehen derzeit eine sehr, sehr hohe Aktienbewertung, vor allem in Relation zu Commodities, also zu Rohstoffen. Das ist ein Thema, das ich jetzt schon mehrfach angesprochen hatte, Agflation. Also die Verteuerung von Lebens- oder von Rohstoffen, vor allem Agrarrohstoffen, die ja für die Lebensmittel entscheidend sind. Hier sehen wir, dass Aktien im Vergleich zu diesen Rohstoffen noch nie so teuer waren wie jetzt. Und wenn man jetzt nochmal mitdenkt, und das ist jetzt nichts fürs kurzfristige Trading, aber eben für die nächsten Jahre, dass die Biden-Administration eher zur Umverteilung tendieren wird, ganz anders als Donald Trump, der ja mit jedem zweiten Tweet die neuen Höchststände bei Aktienmärkten feierte. Und let's be clear, was war denn bei Trump das Motto oder das Muster? Er hat zunächst ein Problem geschaffen, Handelskrieg etc., das gar nicht da war vorher. Dann hat er mit Tweets gesagt, ja, ich bin optimistisch und die Märkte sind dann viele Prozent höher gestanden, als bevor das Problem von Donald Trump geschaffen wurde. Das alles wird jetzt unter Joe Biden dann wegfallen. Da werden wir sicherlich nicht neue
Jubelmeldungen über die Wall Street in jedem zweiten Tweet mitbekommen. Das dürfte dann anders werden. Wie nervös die Lage jetzt ist vor der Amtseinführung von Biden am Mittwoch, das sehen wir heute an den Ereignissen. Da ist das Kapitol unter Lockdown gestellt worden, weil irgendwo Feuer ausgebrochen sei. Das war auch relativ weit weg. Hier eine E-Mail an alle, die im Weißen Haus waren oder im Kapitol, genauer gesagt, nicht im Weißen Haus. Haltet euch von den Fenstern weg, geht nicht raus aus dem Gebäude, sondern versucht in sichere Räume zu gehen, die guten Schutz bieten. Und dann gab es noch einen Brand in der Nähe des Kapitols, ein bisschen südlicher davon, auch viele Sirenen. Also die Nervosität ist groß. Letztendlich war das alles kein wirkliches Problem, wie sich herausgestellt hat. Aber es zeigt, dass man unbedingt jetzt nicht nochmal solche Bilder riskieren möchte, wie eben bei der Erstimmung des Kapitols, wenn Biden jetzt eingeführt wird in sein Amt. Es ist zu vermuten, dass wenn es Ausschreitungen gibt, die dann eher nicht in Washington, sondern woanders stattfinden, so steht es zu erwarten. Und ja, wir haben morgen, wichtig, wichtig jetzt für Deutschland, dann ja diese Konferenz digitalerweise zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten. Verschärfung, ja, das wird irgendwie kommen, aber was genau, weiß man noch nicht. Heute berät man sich schon mit Experten und vielleicht sagen diese Experten auch, weil es ja immer heißt, schaut euch Irland an, das ist ja katastrophal. Die Irländer selber sagen, das ist weniger durch diese Mutation entstanden, also durch die Virusmutation, als eben durch die Weihnachtssituation. Und das dürfte eben auch für den Anstieg der Zahlen in den letzten Wochen in Deutschland sehr maßgeblich gewesen sein, dass eben zu Weihnachten die Leute sich mehr getroffen haben, dadurch die Infektionen nach oben gehen und möglicherweise jetzt der Hochpunkt eben erreicht ist durch diese Treffen an Weihnachten und die Zahlen jetzt nach unten gehen, auch wenn die heutigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts möglicherweise, so man hört, nicht vollständig gewesen sind. Also, meine Damen und Herren, das war natürlich wieder ein hochaufregender Handelstag ohne die Amerikaner, aber hier mal ein Aspekt, der zeigte, dass möglicherweise der Gegenwind für die Wall Street übergeordnet größer wird, dass wir einen Umverteilungsmechanismus sehen, dass wir eine Administration haben mit Joe Biden, die deutlich weniger aktienaffin ist als eben die Trump-Administration. Das wird ein Punkt sein, der dann in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage noch, der Chart ganz am Anfang zum DAX, der war von Capital.com. Nicht, dass ich es vergesse, ich hätte es fast vergessen. Also, schönen Feierabend. Servus.